Hi, hier ist wieder Marc und ich habe euch ja versprochen, dass es bald losgeht mit Gästen und ihren Lieblingsbüchern auf meinem Kanal. Und heute habe ich meinen allerersten Gast und darauf habe ich auch gewartet, denn es ist ein extrem passender Gast für diesen Kanal, nämlich Dr. Christopher Görlich. Das ist der Eigentümer und auch Geschäftsführer, nehme ich mal an, Ja. des Kinderhauser Buchzentrums. Das ist der inhabergeführte Laden, von dem ich euch immer wieder die Links unter die Videos packe, wo ihr die Bücher dann auch kaufen könnt. Lieber Christopher, danke, dass du heute gekommen bist. Freut mich sehr, dass du da bist. Ja, Marc, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin da total aufgeregt, auch ein bisschen hier zu sein. Und ja, einfach großartige Sache. Und Christopher hat uns ein verdammt schönes Buch mitgebracht. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Ich kannte es nämlich gar nicht, habe es dann gelesen und es war mega. Aber vielleicht erzählst du unseren Zuschauern mal ganz kurz, welches Buch du mitgebracht hast. Ja, ich halte das mal in die Kamera. Quince, nein, jetzt kommt der falsche Name natürlich. Casey McQuinston. Ein wunderbares Buch aus Amerika. Royal Blue, der Titel. Wahre Liebe ist nicht immer diplomatisch, so der Untertitel. Und naja, wenn man das Cover ansieht, man möchte von Ferne vielleicht glauben, dass es ein Liebesroman sei. Und das ist es auch. Es ist auch ein Liebesroman. Aber er ist auch ein bisschen politisch dabei und er ist ein bisschen queer. Es geht. Darf ich schon was zum Inhalt sagen? Oder? Ich Nein. wollte dich noch nicht zu viel spoilern lassen, Okay, deswegen hatte ich ja. schon so langsam angefangen, dich aufzuhalten. Nein, ein bisschen Spoiler muss natürlich sein, dass ihr wisst, was euch gleich erwartet. Aber bevor wir wirklich dann ins Buch einsteigen, und das ist wirklich ein klasse Buch, möchten wir natürlich auch noch kurz was von Christopher erfahren. Erzähl unseren Zuschauern doch einfach mal ein bisschen was über dich, ganz kurz, bevor wir ins Buch einsteigen. Ja, danke Marc. Das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Ich bin der Buchhändler, der Besitzer, Inhaber, Geschäftsführer im Kinderhauser Buchzentrum. Das ist die kleine Buchhandlung hier in Münster Kinderhaus. Und diese Buchhandlung habe ich vor 9 Monaten, 10 Monaten im Mai 2020 von meinem Vorbesitzer übernommen. Vorher habe ich was ganz anderes gemacht. Ich war Wissenschaftler, ich war Stadtführer, ich war Reiseveranstalter und Reiseveranstalter und Corona. Das hat nicht wirklich gut miteinander funktioniert. Und in dem Moment habe ich gehört, dass der Bilke, der Vorbesitzer, seinen Buchhandel aus Altersgründen abgeben wollte. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das machst du jetzt einfach mal. Bin ins kalte Wasser gesprungen, habe vorher nie mit Buchhandel was zu tun gehabt. Aber die ersten Monate jetzt, die haben schon ganz gut gelaufen und macht mir jeden Tag wieder unheimlich Spaß. Auch weil man so schöne Gespräche im Buchladen hat, weil sich dann auf einmal sowas ergibt wie hier dieser YouTube-Kanal. Ich rede gerne, ich lese gerne, ich habe gerne mit Menschen zu tun. Und deshalb auch nochmal ganz schön, dass ich hier sein darf heute. Freut mich auch sehr. Und ich muss auch noch sagen, du hast ja den Laden auch noch ganz schön umgebaut, nachdem du ihn übernommen hast. Also der sieht extrem klasse aus. Also wenn ihr aus der Nähe seid und mal nach Kinderhaus kommt, geht auf jeden Fall mal in den Laden rein. Der hat nicht nur guten Service, der sieht jetzt auch richtig freundlich aus, hell aus. Also ich gehe da gerne rein. Ich war nichts gegen unseren vorherigen Buchhändler. Da bin ich seit meiner Kindheit immer wieder hingegangen in diesen Laden, wie er vorher aussah. Aber ich finde den Laden, wie du ihn gestaltet hast, richtig schön. Ja, danke. Danke. Ne? Und jetzt kommen wir natürlich dann zum Eingemachten, weil ihr habt so einiges zu erwarten von dem Buch. Und jetzt darfst du noch mal unseren Zuschauern ein bisschen mehr im Detail erzählen, worum es denn in dem Buch geht. Ja, also dieses Buch entführt uns nach Amerika der Gegenwart oder eigentlich eher der nahen Zukunft. Es ist zum ersten Mal eine Präsidentin gewählt worden, eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die hat einen Sohn. Ja, und der Sohn ist ein ziemlicher Haudegen, würde man im Altdeutsch sagen. Schürzenjäger könnte man sagen. Lebemensch dabei, der seiner Mutter das Leben auch nicht immer einfach macht. Und man kann sich vorstellen, Sohn des Präsidenten ist auch immer in den Medien präsent. Und da ist die Kamera immer drauf und zeichnet das Ganze aus. Und es gibt dann auf dem diplomatischen Parkett auch immer wieder Begegnungen mit englischen Politikern, auch mit der englischen Queen dabei. Und die englische Queen hat einen Enkel.
Und der Sohn der amerikanischen Präsidentin und der Enkel der englischen Queen, die können sich auf den Tod nicht ausstehen. Und immer wenn sie sich begegnen, dann gibt es Streit, dann gibt es Zoff, es wird auch manchmal sogar ein bisschen handgreiflich dabei. Eines Tages landet der Enkel in der Torte von einer Hochzeitsveranstaltung, die Kamera ist dabei und hat das alles schön aufgenommen. Es kommt zu den ersten diplomatischen Verwicklungen dabei. Und um dann zu versuchen, diese beiden jungen Männer als letztendlich als Vertretung ihrer Länder wieder so ein bisschen zu versöhnen und zusammenzubringen, beschließt man dann so, ihr müsst jetzt verschiedene öffentliche Aufträge machen und immer wenn der eine in England ist oder der andere in den USA, dann müsst ihr euch treffen, ihr müsst zusammen Golf spielen, ihr müsst auf großen Kongressen auftreten und solche Sachen. Und diese Beziehung, wo die beiden sich immer wieder eigentlich unter Zwang der politischen Erwartungen an sie begegnen, die kriegt dann auf einmal einen ganz fantastischen Knick, wie ich finde, weil die beiden sich schlicht und ergreifend ineinander verlieben. Ja, das Lustige an der Sache, du hast es mit der Torte gesagt, also bei der, in Anwesenheit der Queen, in einer Hochzeitstorte zu landen. Ich glaube, das war die Geschichte, 70.000 Pfund oder so hat die Torte gekostet, die sie da ruinieren. Das ist dann schon mal ganz heftig. Und da landet man natürlich auch wieder ganz schön in der Yellow Press. Ja. Und dabei haben die einen richtigen internationalen Zwischenfall ausgelöst, die beiden zwischen England und den USA. Das Alex hat ja auch noch eine Schwester, June heißt die, glaube ich, ne? die völlig anders ist als er. Ne, die ist ja mehr so straight Journalistin oder will sie werden. Also wenn man es versucht, als Tochter der amerikanischen Präsidentin Journalistin zu werden, ist auch nochmal so eine Sache. So eine Sache, ne? Ja. Ne, und irgendwie, was ich selbst, ich muss das Buch wahrscheinlich fünfmal lesen, bis ich wirklich kapiert habe, wie Nora da richtig reinpasst. Gut, sie ist jetzt die Enkelin des Vizepräsidenten, aber Nora ist die dritte da im Bunde, jetzt im Weißen Haus, die ist völlig durchgeknallt. Also da freut euch auch schon mal drauf. Ja. Also ob June, Nora, ob Alex oder Henry, der Sohn, es sind alles so liebenswerte Gestalten da drin. Irgendwie alle total skurril ein Stück weit, aber doch so nie so fern. Man kann sich, glaube ich, mit allen Personen ganz gut identifizieren und irgendwie sich wiederfinden und sich entdecken. Und macht einfach Spaß, diesen jungen Leuten, aber auch die Präsidentenmama, die dann auch mal ein ganz einfaches Spaghetti für ihre Kinder kocht als Präsidentin. Aber das sind doch irgendwie ganz, ganz toll sympathische, nette Figuren, die dabei rüberkommen. Bevor wir gleich dann übrigens mal irgendwann zum Spoiler-Bereich kommen, wo ich euch nochmal warne, weil so ein Video geht halt nicht ohne Spoiler, aber wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn ihr nicht zu viel erfahren sollt. Möchte ich dann auch nochmal bei der Präsidentin bleiben, weil Casey McQuiston hat da ganz schön wirklich in die Kiste gegriffen. Nicht dass nur, dass eben Alex auch nichts anbrennen lässt, andauernd dann aber auch in der Presse ist, so als der Modelboy der Präsidentenfamilie. Die Präsidentin, oder besser gesagt, die Kinder sind dann auch noch im Endeffekt halb Amerikaner, halb Mexikaner, weil es ja auch noch eine gemischte Familie war, denn die Präsidentin heißt der Claremont Diaz, ne? Oder ob sie jetzt noch Claremont nur noch heißt nach der Scheidung, weil die sind dann auch noch geschieden, also Trennungskinder sind es dann auch noch. Ihr Mann ist dann aber wiederum Senator für den Texas, und nee, der ist Kalifornien, Texas war sie. Das ist also eine total wilde Familie. Und demgegenüber steht dann die britische Royal Family, wie wir sie kennen. Aber sie hat sich nicht getraut, wie jetzt bei so bestimmten Netflix-Serien, die Originalnamen zu benutzen, sondern in der britischen Königsfamilie, in dem Buch, sind die Namen ja alle geändert. Ja, aber man hat doch Kopfkino und man weiß wohl, wer da gerade gemeint ist. Also ja, mit deinem Punkt. Also William und Harry haben ja keine Schwester. Und da, ja, okay, wo man denken würde, die sind das. Das ist halt von der Konstellation eher so wie Charles, Andrew und Anne wäre das. Ne? Nur, dass dann ein Bruder fehlt. Aber also es sind zwei Söhne und eine Schwester bei der... Genau, ja. Ja, nein, ich glaube, bei der amerikanischen Präsidentenfamilie hier, die kommt mir fiktiver vor als die Darstellung des Könighauses in diesem Buch. Also zumindest ist das Könighaus so beschrieben, wie man es weithin befürchten würde, wie es da abläuft. Oder so, vielleicht auf der einen Seite, wie man das Könighaus tatsächlich befürchtet und auf der anderen Seite, wie das Präsidentenfamilie sein könnte. Ja. Ja, so, also das sind so...
Nein, einfach, es spielt sehr mit den Fantasien der, der Leser. Und, ja, die Präsidentenfamilie ist so ein bisschen wie Obama, nur geschieden und aber mit Kindern, die sich dann doch in die Öffentlichkeit dauernd stellen. Ne? Also, ja, so. Ja, ich meine, die Queen ist einfach die Queen und die Mutter ist eine Mischung aus Obama und Joe Biden oder so. Ja, okay. Aber das Schöne daran ist, dass dieses Buch so eminent politisch in gewissem Sinne ist, ohne immer alles eins zu eins zu erzählen. Es ist jetzt keine Geschichte des englischen Königshauses und der amerikanischen Präsidentschaften, aber man hat doch immer wieder so Erinnerungen an das eine oder andere oder man wird daran gestoßen, dass es doch um ja letztendlich um das Amerika geht, wie wir das kennen. Oder sagen wir mal so, wie es sein könnte, wenn ganz geringe Stellschrauben anders gestellt würden. Und das, finde ich, macht das Buch so spannend, weil es ist kein Tatsachenbuch, es ist ganz völlig abgedreht zum Teil. Aber trotzdem hat es ganz viel mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Ja, spannend wird das Ganze ja auch noch, weil mitten in das ganze Theater mit der Hochzeitstorte und dem, was danach folgt, platzt ja im gewissen Sinne ja auch noch die Wiederwahl der amerikanischen Präsidentin. Ja, und da ist es ja so, dass der Gegenkandidat, ne? Also wenn da nicht Donald Trump Modell gestanden hat. Ne? Also das ja. Ist... nur man fiebert in diesem Buch, lass diesen Gegenkandidaten auf keinen Fall gewinnen. Ja, das ist nun Trump, wirklich heißt anders, aber es ist nun, da ist wieder Trump sehr deutlich, der dort hervorkommt. Ja, auch die Methoden, die er anwendet. Ja. Aber gerade diese Wiederwahl ist ja der Grund, warum die Alex und Henry zwingen, sich regelmäßig zu öffentlichen Terminen zu treffen und dann wirklich so zu tun, als wären sie die allerbesten Kumpel. Ja, genau. Aber ja, und dann... Was passiert dann? Und was passiert dann? Wir werden die allerbesten Kumpel auf eine ganz andere Art und Weise, wie sich keiner von den Medienprofis hätte vorstellen können. Und das macht dieses grandiose Buch. Vorstellen können, zumindest bis sehr spät im Buch. Und da bewegen wir uns jetzt wirklich im Spoiler-Bereich. Also das andere war jetzt noch ein bisschen harmlos. Aber weil das geht relativ lange, bis man merkt, dass die beiden dann auch wirklich zusammenkommen. Und da gibt es ja auch immer wieder Überraschungen, wie lange das eigentlich schon geht. Man muss übrigens dazu sagen, Alex, bis die ganze Geschichte losgeht, denkt er eigentlich, er ist hetero. Ja, er lernt oder er erfährt oder er hat auf einmal, gehen ihm die Augen auf, ne? So kann man sagen. Und gibt diese schöne Szene, wo die beiden nochmal zusammensitzen und sich daran erinnern. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie das damals bei den Olympischen Spielen war? In Brasilien. In Brasilien war es, glaube ich. Und der Enkel der Königin sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Ne? Und Alex hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ja, er hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Er hat auch die ganzen, diese ganzen Avancen, die dort gemacht wurden, es prallt an ihn ab. Er fällt aus allen Wolken, wie damals schon. Da warst du doch, da haben wir uns doch gestritten, da waren wir doch tief verfeindet und sowas. Ne? Nee, ich habe dich immer schon geliebt. Ja, aber wie hättest du denn reagiert? Also wenn jemand wie Henry es damals bei ihm gemacht hat, du begegnest jemandem jetzt mit, weiß nicht, 14, 15, wie alt die waren, und dann sagt er zu seinem Bodyguard, wer den Typen los? Da denkst du doch nicht, ja, der hat sich in mich verknallt. Da denkst du, das ist ein Arsch. Also. Ja, natürlich. Ne? Das ist das Schöne, da kommen die auch aus ihrer Rolle, aus ihren Funktionen, die sie spielen, nicht raus. Und dann muss der Bodyguard eben sagen, hier, weg damit. Und, ja. Das sind dann schon richtig schöne Sachen. Was ich aber besonders interessant finde, ist natürlich, die spoilen wir jetzt nicht, die Szene, die möchte ich nur einmal erwähnen, wo das Henry dann eben bei einer sehr gewissen Veranstaltung dann die Katze aus dem Sack lässt, was das Ganze ja ein bisschen auslöst. Dann gibt es aber wieder einige Turbulenzen, ne, dass da plötzlich wieder Funkstelle ist. Als es aber so langsam ein bisschen läuft, finde ich diese ganzen E-Mails und Chatverläufe extrem gut hier in diesem Buch. Ja, ich meine, die beiden trennt der Atlantik. Ja. Und sie müssen immer wieder gucken, wann finden wir denn nun Zeit zu uns zusammen, müssen das auch immer wieder mit der Diplomatie und der Weltpolitik im gewissen Sinne dann vereinbaren. Das hat schon eine gewisse
Spannung, die da einfach drin liegt. Und dann diesen Trick zu sagen, wir gehen jetzt auf die E-Mail-Korrespondenz. Finde ich ausgesprochen gut gemacht, weil das so ein bisschen, da lassen sie doch auch sehr tief blicken in ihren E-Mails, was so ihre Gefühlswelt angeht. Und das ist, finde ich, ausgesprochen gut gelungen. Da hat Casey McQuiston aber auch sehr viel recherchiert und so weiter, weil sie ja viel aus, die beiden kriegen ja die Angewohnheit, so aus historischen Liebesbriefen zu zitieren oder Gedichten. Also da packt sie ja richtig die Trickkiste aus. Also das ist total herrlich, ne? Ja. Total herrlich. Also man kann das wirklich lesen, wie so, man schmilzt ein Stückchen dahin, ohne, ich glaube, das ist wichtig, es ist an einigen wenigen Stellen hat es ein wenig Kitsch. Aber es ist eigentlich kein kitschiges Buch, überhaupt nicht. Nein, das wird mal kitschig, aber das ist immer das Problem, wenn man, wenn einem gerade spontan was einfällt und man es dann nicht findet, weil wie Alex den Prinzen abgespeichert hat, als Arschlochprinz oder so ähnlich, Entschuldigung. Ja, irgendwie seine königliches Arschloch oder sowas. Ja, genau. Ja. Unter dem Namen ist er im Handy gespeichert und als E-Mail-Empfänger. Also das ist dann, das lockert das Ganze dann schon wieder auf. Auch die ganzen Geschichten dazwischen wie, ach halt die Klappe und... Ja, und dann liest man eben diese Überschrift an das königliche Arschloch und dann kommen da die schönsten Liebessätze der Weltliteratur. Ne? Ja. Also das ist schon, hat schon was. Also ich finde es wirklich klasse. Was man den weiblichen Zuschauern auch nochmal sagen muss, weil einige immer sehr neugierig sind, das kenne ich zumindest aus meinem Privatleben, wenn ich irgendwo beim Bierchen sitze und die Frauen neugierig werden, die gerne mal wissen möchten, was passiert, wenn zwei Männer zusammen sind. Also das hat sie sich auch nicht entgehen lassen, das mal in dem Buch etwas auszuführen. Also das ist kein Porno, ne? Das meine ich damit nicht. Aber sie geht da schon ein bisschen auf Details ein, die aber jetzt nicht ins FSK irgendwas abgleiten. Also das ist schon sehr gut geschrieben. Nur für unsere interessierten Damen, die ich zumindest die ich kenne, ist das auch ein sehr interessanter Aspekt. Ja, und ich finde, da ist ja auch ganz unabhängig davon, ob da nun zwei junge Männer mit im Bett liegen oder Frauen oder Männer. Es sind einfach schöne menschliche Geschichten dahinter. Ja. Ich finde die Szene unheimlich beeindruckend, wo Alex am Morgen aufwacht und Henry ist nicht mehr da. Er liegt nicht mehr im Bett und er schaut sich um und der Platz ist leer und er ist schon ein bisschen kalt, aber es riecht noch. Ja. Es duftet noch. Ja, finde ich, ist traumhaft schön beschrieben. Und da ist mir ehrlich gesagt egal, ob Mann oder Frau ist, also in dem Sinne, ne? Also es ist einfach eine schöne, was passiert eigentlich, wenn man morgens aufwacht und man ist dann eben alleine und fragt sich so ein bisschen, wo ist der andere denn jetzt hin? Ne? Ich glaube, das kennt jeder von uns, diese Sorge, die dabei hervorbricht. Und das ist einfach, ja. Außer es ist in dem Fall natürlich ein bisschen komplizierter. Ansonsten ist dann hoffentlich immer nur der Fall, ich hoffe, der macht jetzt gerade Kaffee. Aber nein, das ist sehr schön. Also das ist auch, wie gesagt, eine extrem gute Mischung. Also es ist jetzt nicht irgendeine Liebeschnulze, es ist sehr, sehr politisch zwischendurch, es ist sehr romantisch zwischendurch, es ist sehr katastrophal zwischendurch. Und am Ende dann noch das große Finale mit dem Kampf um die Wiederwahl und dem Wahlabend und so weiter. Und dann auch ein bisschen traurig zum Schluss schon, fand ich so. Aber wir zwischendurch, so, aber nicht zwischendurch, den Schluss fand ich jetzt nicht so traurig. Also es ist... wir wollen nicht so viel spoilern. Sehr, sehr... es hat eine sehr emotionale Seite. Ja. Gerade... was die letzten Szenen mit Henry und Alex angeht. Aber ich fand es jetzt weniger traurig, muss ich sagen. Oder das ist dann wieder wie jeder... Ja, sagen wir mal so, es hat mich sehr berührt, das Ende dieses Buches. Doch. Ne? Es holt einen emotional schon sehr ab, aber jeden wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich oder so. Wahrscheinlich, ja. Das macht ja auch ein gutes Buch aus. Genau. Aber ein Punkt ist mir auch noch ganz abgesehen davon. Ich glaube, man merkt schon so ein bisschen, wir beide sind von diesem Buch irgendwie schon sehr angetan und begeistert. Wahrscheinlich viel mehr gespoilert, als ich eigentlich wollte. Ja, das muss man einfach gelesen haben, gar keine Frage. Ich will nur vielleicht nochmal ein anderes hervorheben, was mir sehr wohl gut getan hat, als ich dieses Buch
gelesen habe. Es ist an keiner Stelle, man könnte ja sagen, okay, die beiden haben sich verliebt, die sind auf der politischen Ebene, die sind in die diplomatischen Szenen verwickelt. Da könnte man ja denken, oh, das muss aufhören oder sie kriegen große, große Widerstände. Es gibt Widerstände gegen die Beziehung, ja, auch heftige, auch deutliche. Aber es wird an keiner Stelle irgendwie eine Moralkeule herausgeholt oder es wird auf die allzu sehr eingehauen. Also es ist so ein bisschen die Normalität einer homosexuellen Beziehung, die hier auch zum Tragen kommt und literarisch nochmal manifestiert wird. Wobei der Aspekt natürlich in beiden Ländern schon kommt, ne? Dass welchen Einfluss hat das, wenn der Sohn der Präsidentin und auf der anderen Seite dann eben einer der Enkel der Königin schwul oder bi ist? Welchen Einfluss hat das auf das Land? Welchen Einfluss hat das auf die Politik? Die Frage kommt schon auf. Ja, die Frage kommt auf. Es sind auch die Geheimdienste dabei, die sich dafür interessieren. Aber eben nicht so Moralin sauer. Nicht irgendwie als, auch jetzt von Seiten des, der Autorin. Also es wird nicht verurteilt, nicht bewertet. Es werden gewisse Strukturen, die sich wahrscheinlich automatisch ergeben. Ich meine, man stellt sich das mal in der realen Welt vor. Ja. Dass sich da was bewegt und dass da Reaktionen kommen, das ist ja nun selbstverständlich, gerade auch in dieser Mediengesellschaft dabei. Aber ich finde die Art und Weise, wie das hier dargestellt wird, ist eben eine Normalität, Selbstverständlichkeit mit Widerspruch, ja, aber eben nicht, es werden da nicht so die Gräben aufgebrochen, wie man es vielleicht erwarten würde. Eher die Guten, wir die Bösen oder so, sondern es ist. Nee, es ist ja auch bei der Verkörperung von Themse Lisbeth, sagen wir mal, die ja die Königin wird ja gar nicht per Namen genannt, glaube ich, in dem ganzen Buch. Ja. Die Reaktion hat auch ist für meinen Geschmack auch eher so gewesen, wie ich es tatsächlich von Königin Elisabeth erwartet hätte. Ne, wegen die Krone braucht Erben und so weiter. Alles andere ist mir wurscht, aber wir haben unsere Traditionen vorzuführen. Weil um mehr ging es ja eigentlich gar nicht. Es ging ja in dem Gespräch nicht so wirklich um Homosexualität oder sonst was. Weiß ich nicht. Ich habe die Königin anders wahrgenommen. Eher mit Verständnis für den Enkel. Ja, aber sie hat ja erstmal gesagt, so. So die ersten Reaktionen. Erstmal, ne? Tradition und muss genau. Fortgeführt werden. Aber am Ende wird sie doch zu einem der größten Befürworte das Ganze. Aber nur wegen ihrer Tochter. Aber okay, ja gut. Gut, sie fügt sich, wie die englische Queen sich vielleicht auch in Wirklichkeit, sie fügt sich in die Macht des Faktischen. Ja. Aber da kam, aber genau kam sie mir wirklich so rüber, wie ich Elisabeth erwartet hätte an der Stelle. Ja, aber eben da, sie erkennt das ja am Ende dann auch an und sie lässt es gewähren. Und, das erwarte ich von der echten Elisabeth allerdings auch, weil wenn ich an ihren schwulen Neffen denke und so weiter, sie darf ja zur Politik nichts sagen, aber wie sie wahrscheinlich auch zur Ehe steht als Anführerin der anglikanischen Kirche und die dürfen heiraten. Das, ne? Also das ist also, all das ist da drin. Ja. Ne? All das ist da drin. Da sieht man mal, wie viel in so einem Buch sein kann, das zur Unterhaltung dient. Also wie viel da noch mit drin stecken kann. Deswegen, ich mache auf diesem Kanal ja keine Biografien, keine irgendwelchen komplizierten Bücher. Ich mache ja wirklich nur Belletristik, also Unterhaltungsliteratur. Andere Bücher wirst du auf dem Kanal nicht wirklich finden. Und da merkt man aber trotzdem, wie viel in einem solchen Roman drinstecken kann. Das finde ich einfach faszinierend. Ja, das ist im besten Sinne wirklich Unterhaltungsliteratur. Das meine ich überhaupt nicht abfertig, sondern das ist einfach ein Buch, woran man unheimlich viel Spaß hat. Ja, das Buch ist nur schädlich für den nächsten Arbeitstag, weil man es in der Nacht noch unbedingt zu Ende lesen will und am nächsten Tag dann müde zur Arbeit kommt. Es lässt einen nicht los, dieses Buch. Und gleichzeitig ist es eben, das ist am Anfang gesagt, ne? Es ist eine Liebesgeschichte, es ist politisch dabei, es ist unterhaltsam, es ist ernst, es ist rührend zum Teil. Aber wie gesagt, nie irgendwie ins Kitschige abdrehend. Naja, auf ganz wenige Stellen dabei. Ja. Nee, ist einfach schön.
Ja, und da muss ich ihm leider recht geben, weil die meisten von euch wissen, wie viel ich hier für YouTube arbeiten muss. Und das Buch habe ich für meine Verhältnisse beim heutigen Arbeitseinsatz verdammt schnell gelesen. Da liegen noch andere Bücher, die ich dringend lesen muss. Da bin ich noch lange nicht so weit. Aber das hier außer Hand zu legen, war echt schwierig. Das ist nämlich echt auch ein bisschen fesselnd, dann wollen wir es da mal nennen. Und man muss auch sagen, ich weiß, du hast ja auch englische Zuhörer, also die Übersetzung ist für mich, scheint sie auch ganz vernünftig zu sein. Also es ist, Das aber da bist Einzige. du die wahrscheinlich kompetenter zu beurteilen als ich. Ja, ich habe es ja nicht auf Englisch gelesen, sondern tatsächlich nur auf Deutsch. Auch wenn ich das jetzt gleichzeitig, während dieses Video läuft, stelle ich natürlich dieses Buch meinen englischen Zuschauern auch vor. Da spare ich mir heute die Top 10, aber passend zum Anlass, dass du ja hier bist mit dem Buch, lernen dann auch meine englischen Zuschauer auf meinem englischen Bücherkanal dieses Buch kennen. Was ich nur wieder extrem witzig finde, ist, dass die Deutschen die Angewohnheit haben, das kennt man sonst von Filmen, denn einen englischen Titel durch einen neuen englischen Titel zu ersetzen. Denn das Buch heißt im Original übrigens Red, White and Royal Blue. Und in Deutsch heißt es dann auch Royal Blue. Also da hätten sie auch den Ursprungstitel lassen können, tatsächlich. Es treibt jeden Buchhändler in den Wahnsinn. Ja. Englischer Titel und deutscher Buchhandel, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber es ist mir mehrfach passiert, dass ich dieses Buch bestellt habe und am Ende dann die englische Version in den Händen hielt, weil ich mich wieder mit dem Titel vertan habe und bei mir im Programm nur ganz klein steht, das handelt sich hierbei um die englische Originalausgabe und nicht um die Übersetzung dabei. Ja, wobei euer System dann komisch ist, weil die englische Ausgabe heißt ja anders. Ja, aber dann muss man schon genau hinschauen. Ne? Und dann denkt man Royal Blue, ach ja, klack, bestellt. Und da stand dann noch Red White oben drüber. Also, ich finde, naja, der Titel passt ja ganz gut. Man hätte dem auch einen schönen Titel geben können in Na, der Übersetzung. ich finde tatsächlich den Originaltitel besser, Ja. weil der beides beinhaltet, nämlich das Royal Blue, also blaue Blut, ne, zum Beispiel, aber eben auch dieses Red, White and Blue, also amerikanische Flagge. Das hat ja, der englische Titel hat beides vereinigt und der deutsche Titel hat nur noch die Engländer drin gelassen, sozusagen. Ja, eben. Also von daher ist das vielleicht wirklich Titelfragen, nicht Also, schöne Grüße an den Knauer Verlag, ne? Die Ja. Titel haben manchmal auch ihren Sinn. Muss mal gesagt werden, ja. Ja, dafür sind solche Kanäle auch da. Möchtest du unseren Zuschauern noch eine kleine Empfehlung fürs Buch mitgeben? Weil ich denke, wir haben genug gespoilert schon. Ja, ich bin einfach mal ganz still. Sag gar nicht mehr viel, nur ich kann es nochmal betonen. Ich glaube, das hat man aber auch gemerkt. Wir finden dieses Buch großartig. Ich finde es auch großartig. Es ist einer meiner Lieblingstitel der letzten Jahre. Und mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Und mir bleibt dann erstmal noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, Christopher. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und das Gespräch fand ich jetzt auch wirklich schön, weil Ich das Buch eben. mögen wir beide sehr anscheinend. Und da Ja, macht danke sowas dir mal. natürlich richtig Spaß. Und euch wünsche ich natürlich weiter viel Spaß mit dem Kanal. Wenn ihr das nächste gute Buch kennenlernen wollt, die Buchempfehlung in 60 Sekunden oder eben auch die nächsten Top 10, findet ihr das hier gleich im Endscreen. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis gleich. Danke.